Herzlich willkommen Gottes Gebetsarmee in Deutschland 21. Glauben für einen Wendepunkt, ein Jahr der Entscheidung in unser Land. Wir geben uns neu hin zu Gott. Wir wachen auf. Und ich möchte euch ermutigen, ihr habt viel Stoff von diesen Clips. Wenn du und in deine kleinen Gebetsgruppen anfängst, eine oder zwei zu beten, und dann kommst du mehr und mehr in diese Gebetslast und sprichst diese Dinge, das wird wirklich Feuer, Vision, auch Berufung, und Gott wird dort zu dir sprechen. Er wird euch auch mehr Tartik geben, wie ihr diese Dinge wirklich freisetzen kann. Und zusammen, besonders zu zweit oder dritt oder mehr, aber zwei oder drei Reichs, kann man sehr viel bewegen. Glaube, dass Halleluja. Gott benutzt dich und deine Gebete. Und das glauben wir. Und heute wollen wir Hesekiel 37 schauen. Ich muss sagen, für mich, dass wie er jetzt Hesekiel betet, ist, was ich nenne, prophetisches Beten oder kreatives Beten. Ja. Und das ist wirklich ein Ort, wo wir bekennen und senden und sagen, was Gott sagt, und es kommt in Existenz. So habe ich als junge Mädchen 21 mit nur zwei anderen jungen Mädchen, drei von uns, eine ganze Bibelschule ins Leben gesprochen durch diese Art von Beten. Und so der Herr hat Hesekiel genommen in eine Tal voller trockener Gebeine, überall. Und sie waren sehr, sehr trocken. Und der Herr sagte zu ihm, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich liebe, was er sagt. Und er sagt, Herr, Herr, du weißt es. Er hat nicht gesagt, ja, glaube alles, Gott, du kannst alles. Nein, wir können nur glauben, wenn Gott uns etwas im Herz gibt, wenn Gott uns der Glaube dafür, wenn Gott uns die Augen öffnet, was er tun möchte. Und so Gott sagt, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrocknete Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeine. Siehe, ich bringe Odem und ihr werdet lebendig werden und ich lege Sehnen an euch, ich lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe euch Odem. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Das ist für mich Gebet. Ja. Gott hat ihm das gesagt. Gott hat ihm etwas gezeigt. Und wir sehen in das Wort, was Gott tun will. Er spricht das, er macht das lebendig. Und wir sprechen zu den Umständen, zu Deutschland, zu das Volk Gottes, zu, wir befehlen auch, Mächte und Gewalten zu beugen. Wir sind seine Stimme auf dieser Erde. Gott könnte es ohne uns tun, aber er hat die Erde zu Menschen gegeben und er arbeitet mit uns in Partnerschaft. So Hesekiel hat nur geweissagt, wie es ihm befohlen war, und da entstand ein Geräusch. Und ich weissagte und eine Getose und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Ich glaube, das können wir für Deutschland beten. Das können wir für uns beten, dass wir uns einordnen im Leib Christi. Dass wir die Orte finden, wo wir passen. Dass wir wirklich die richtige Stamm finden. Dass wir Beziehungen finden, wo wir können, was in unser Herzen mit anderen hervorbringen. Ich glaube, wenn du das betest für deine Region, dein Dorf, dass die richtigen Leute zusammenkommen, die richtigen Häuser, vielleicht mehrere Häuser, kleine Sachen, und dann ein paar, die über mehr, und dann das kann regional. Bete für Connecting. Bete für Verbindungen von Gott. Bete, dass du findest den Platz, dass viele Leute, die nur irgendwie auf die Seite sind, finden ihr Platz, formieren lassen.
Es muss nicht in einer Gemeinde, es kann eine Hausgruppe, wie immer Gott leitet. Es gibt Möglichkeiten, wo du passt. Es kann auch nur ein paar Leute, mit denen du suchst und wächst, Gott kann euch dann verbinden. Es ist nicht ein wirkliches System, es ist ein wirkliches von Gott geschaffenes Netzwerk im Heiligen Geist, aber wir brauchen Beziehungen. Das schützt uns und das ist Leib Christi. Und da, weil wenn du nur einen Finger hast, alleine, es muss auf den richtigen Platz kommen, damit wir wirklich fähig sind, den Leib zu sein. Zweitens, dann kam dieses Haut und Sehnen, als geweissagt hatte, es fing an zu Fleischwuchs und Sehnen kam und Haut zog über sie, oben darüber. Und so, ich finde, der zweite Punkt ist, wir lernen dann dieses Haut, alles kommt zurück. Da ist eine Wiederherstellung von Beziehungsfähigkeit und von Vergebung, von Leben mit Menschen, von wirklich, oder was viele betonen, als Familie. Das ist wichtig, dass wir wirklich wieder mit Haut, mit Emotionen, mit Menschen in Verbindung sind. Da wächst wirklich eine völliger Versöhnungsgeist, ein völliger wirklich Bewegung, weil wenn wir wirklich ein Leib sind, wir brauchen einander, um Dinge zu tun. Was ist ein Auge ohne den Rest von dem Leib? Amen. Was ist ein Auge ohne einen Mund? Was ist ein Mund ohne Hände, das zu tun? Und was sind Hände ohne Füße, irgendwo zu gehen? Einheit ist notwendig und wir müssen lernen, in Vergebung, Beziehung zu leben, dass Haut, Sehnen wächst. Aber dafür kannst du beten, dass wir fähig sind, dass wir wachsen, dass wir hineinkommen. Und das ist, was Gott wirkt in diese Hubs, in diese Kleingruppen gerade jetzt. Erstmal, wenn du lernst mit zwei, drei Leuten in Einheit, kannst du es leichter schaffen mit mehr. Man muss wirklich lernen. Aber hier möchte ich sagen, das war nicht das Hauptziel, dass wir nur Beziehungen, dass wir nur miteinander und dass wir nur so. Es war noch nicht wirklich durch. Und so, aber es war noch kein Atem, kein Oben, kein Geist des Lebens in ihnen. Und sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn, sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauke diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. So, jetzt nachdem wir kommen mehr in Familien, wir kommen in mehr Hubs, wir treffen uns und so weiter. Hey, super, aber wir brauchen das Leben von Gott. Projects, Programs, Beziehung, es ist nicht das Ende. Wir sind berufen, diese Licht, dieses Salz, dieses Leben Gottes, das Ströme lebendigen Wasser, dass wir wirklich lebendig sind, von oben angehaucht, dass wir hervorkommen. Das ist, was man vielleicht Erweckung nennen können, den Heiligen Geist Raum geben in Deutschland, durch uns zu wirken. Uns wirklich zu aktivieren, dass die Augen sehen und wir dass wir eins sind und Dinge geschehen kann. So, wir können beten, dass das Wind Gottes, dass der Heilige Geist, dass das Geist des Lebens, hey, das ist der Segen, wo Brüder in Einheit sind, da gebietet Gott Leben. Halleluja. Und ohne das Leben, dann bewegen wir nicht. Und so, wir beten für Deutschland, dass auch wo schon Einheit ist, dass Familie Einheit ist, nicht das Ziel, sondern funktionierende Menschen miteinander, Dinge in das Sichtbare und auch in Regierung hervorzubringen. Und hier möchte ich sagen, hier ist das Endziel.
Dabei sagte ich, wie er mir befohlen hatte, der Odem kam, sie wurde wieder lebendig und standen auf ihren Füßen eine sehr, sehr große Herr. Wow! Das ist, was Gott will. Dass wir fähig sind, now und jetzt zu kämpfen, weiterzugehen für sein Königreich, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass wir sind fähig für Änderung in allem Gesellschaft, wo wir sind, in alle Bereiche, Ebenen, dass wir tragen das Leben Gottes. Hey, lass uns wirklich nicht kreisen, nur das. Oh, Familie ist super, aber der Gemeinde ist auch eine Armee, auch eine Braut, auch eine Tempel, erfüllt mit dem Heiligen Geist und Herrlichkeit. Halleluja. Lass uns streben für die Fülle Gottes. Lass uns brauchbar sein, nützlich dem Hausherrn, vorbereitet für alle guten Werke. Halleluja. Und hier möchte ich sagen, diese Weissagung ist in Israel. Du kannst weiterlesen. Sie kamen aus ihr Gruben und Gott hat sie zurück ins Land und ins Land hat er sie einen Geist ausgegossen. Das haben wir mit Augen erlebt in 1948. Und wenn ich lese über Israel und wenn die Israeliten selber ihre Propheten schreiben, weißt du was? Sie schätzen in ihr Land mehr als alles. Sie schätzen der The EDF, IDF, the Israel Defense System. Sie schätzen ihr Soldaten, ihr Truppen, ihr Armee. Jeder junge Mann, jeder junge Frau ist in dieser Armee für ein paar Jahre seines Lebens trainiert, ihr Land zu verteidigen, ihr Land die Grenzen zu verteidigen und schützen. Und so ich rufe das aus für die jungen Leute. Lasst euch trainieren, einreihen, auch von älteren Leuten in den Armee des Herrn zu marschieren. Wow. Sprech es ins Leben. Gott kann es tun. Amen. Und das wollen wir auch ausrufen. Wir werden prophetisch sprechen, wie das Hesekiel gemacht hat. Wir werden weissagen. Und so sprecht das mit mir aus. Wir weissagen über die vertrockneten Gebeine. Oh, wir weissagen über die getrockneten Hört Gebeine. Hört das Wort des Herrn. Hört das Wort des Herrn. Ihr tote Gebeine, ihr sollt wieder lebendig werden. Der Herr bringt Odem, Ruach, der Atem des Himmels in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Die Stunde ist gekommen, dass die tot sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und die seine Stimme hören, werden leben. Es entsteht ein Getöse, wie das Rauschen von Strömen der lebendigen Wasser und die Gebeine werden lebendig und rücken zusammen, Gebeine an Gebeine. Wir sprechen weiter das Wort des Herrn zu den Gebeinen. So spricht der, der die Auferstehung und das Leben ist. Wow. Ich lege Sehnen an euch. Lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ihr kommt zum Leben durch meinen Atem des Lebens. Deswegen weissagen wir zu dem Ruach, zu dem Wind, dem Odem, den Geist Gottes und sagen, komm. Komm von den vier Winden her. Komm. Komm, Heiliger Geist, in deinem Vielfalt. Komm, wie ein gewaltiger Sturmwind. Komm mit deinem Feuer von dem Himmel.
Komm als der Geist des Lebens und mache den Leib des Messias lebendig. Wir proklamieren miteinander, der Leib des Messias wird wieder lebendig und steht auf ihren Füßen, eine sehr, sehr große Armee. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Warte, das setzen wir frei. Yes, komm diese hervor. Armee, Herr. Wir bewegen uns nach deinem Sinn, Herr. Wir bewegen uns nicht in unserem Präferenz, sondern wir bewegen uns nach dir. Wir stellen uns dir zur Verfügung und wollen Menschen nach dem Willen Gottes sein, nach dem Herzen Gottes sein, die den ganzen Willen tun, Herr, nicht das, was uns gefällt, nicht das, was uns sympathisch ist, sondern das, was dir am Herzen liegt. Und wir setzen das frei in Jesu Namen. Amen. Amen.